Auch Fahrzeuge mit kleinen Laufleistungen können einen Getriebeschaden haben und ihr erfahrt in dem Video, wie man den vermeiden kann. Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Automatikgetriebe und wir werden das anhand eines 5er BMWs aus 2014 mit knapp 100.000 Kilometern besprechen. Welche Arten von Wartungen, Servicen und Maßnahmen es gibt, um einen Getriebeschaden zu vermeiden. Generell kann man zum Beispiel sagen, dass bei 80.000 und bei 5 Jahren in der Regel eine Getriebespülung gemacht werden sollte. Doch es gibt auch Fahrzeuge, wie zum Beispiel diesen Fall, wo es dafür leider zu spät ist. Du kannst einmal ganz kurz zeigen, die Laufleistung von so einem Fahrzeug. Wir haben hier knapp 100.000 gelaufen, das ist ein Facelift-Modell. War wie so oft ein Leasing-Rückläufer, was die meisten Fahrzeuge, was wir in Deutschland halt haben, auch sind. Und wie der Zustand des Getriebes ist, kann man anhand der Adaptionswerte sehen. Hier sieht man zum Beispiel Adaptionswerte und dadurch sieht man, wie ist der Zustand im Getriebe. Denn das Getriebe adaptiert sich immer nach, deswegen merkt man auch nicht, wenn es kurz vorm Kaputtgehen ist oder wenn wir halt einen unnötigen Verschleiß im Getriebe haben, den wir uns gerne sparen würden. In dem Fall zum Beispiel haben wir bereits einen Druckverlust. Das heißt zum Beispiel eine Getriebespülung, wo wir zum Beispiel eine neue Ölwanne inklusive Filter verbauen und das Getriebe halt spülen. Dafür ist es leider zu spät, weil wir haben bereits ein Problem. Der Kunde wusste nicht, dass er ein Problem hatte und das wissen die meisten nicht. Auch bevor das Getriebe kaputt geht, meldet sich das Getriebe nicht und sagt, ich bin kurz vorm Kaputtgehen. Deswegen schaut man sich die Werte an. Aber wie kann sowas passieren? Es ist abhängig von der Fahrweise, nicht von der Laufleistung und halt dem Alter, sondern wird das Fahrzeug viel Kurzstrecke gefahren, dann schaltet das Getriebe ständig hin und her und wir haben mehr Verschleiß. Hat das Auto eine Anhängerkupplung, dann haben wir eine höhere Belastung und die Belastung geht aufs Getriebe. Haben wir einen starken Motor oder eine Leistungssteigerung oder wird das Fahrzeug einfach nicht gepflegt, weil man weiß, nach 3 Jahren geht das eh zurück, das kommt davon. In dem Fall zum Beispiel reicht zum Beispiel eine Spülung nicht aus. Aber welche Arten von Wartungen und Services gibt es überhaupt? Welche Maßnahmen? Eine mögliche Maßnahme ist, um dieses Druckproblem zu beseitigen, die Dichtungen zwischen der Mechatronik und dem Getriebe auszutauschen. Das ist zum Beispiel das Getriebe. Hier sitzt die Mechatronik und dazwischen gibt es Dichtungen. Und diese Dichtungen könnte man austauschen, denn das ist eine mögliche sozusagen Fehlerquelle des Druckproblems. Eine mögliche. Wir können natürlich nicht wissen, wo ist das Druckproblem sozusagen, wo ist das? Deswegen, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, dass in der Mechatronik selber haben wir eine Dichtplatte. Die kann man hier sehen. Und diese Dichtplatte, die dichtet die einzelnen Bereiche der Mechatronik ab. Zum Beispiel dieser Bereich. So, und diese schwarze, was ihr seht, das ist zum Beispiel eine Gummibeschichtung. Und die kann zum Beispiel rissig sein. Und dann haben wir dort ein Druckproblem, dass die einzelnen Bereiche zum Beispiel voneinander nicht irgendwie abgetrennt werden. Das ist eine mögliche Ursache. Eine andere mögliche Ursache ist einfach Dreck. Das heißt, wir haben in der Mechatronik, hier haben wir Kolben und Gehäuse, dort lagert sich Dreck ab, den Dreck kriegt man auch nicht irgendwie rausgespült und dann fangen an, bei den ganzen Schaltvorgängen, fängt das an sozusagen zu stören. Hier sieht man diesen Dreck, hier kann man den relativ gut erkennen. Das Schwarze, was ihr zum Beispiel hier seht, das ist der Dreck. Und der sorgt dafür, dass das Getriebe halt ein Problem hat, den notwendigen Druck zum Beispiel aufzubauen. Genauso kann der Dreck zum Beispiel in den Ventilen sein. Deswegen eine weitere mögliche Wartung ist, die Mechatronik komplett zerlegen, die Dichtplatte tauschen, die Ventile reinigen und natürlich auch die Mechatronik reinigen. Es kann aber auch passieren, dass für sowas es schon zu spät ist, dass wir in der Mechatronik einen metallischen Verschleiß haben und das werden wir euch gleich zeigen, dass man diese Mechatronik prüfen kann auf Kompression und die instand setzen, wenn wir hier drinnen das Druckproblem haben. Das heißt, eine mögliche Ursache ist die Dichtung zwischen Mechatronik und Getriebe. Zweite mögliche Ursache ist die Dichtplatte oder eine Verschmutzung in der Mechatronik. Die dritte mögliche Ursache ist zum Beispiel ein metallischer Verschleiß in der Mechatronik. Deswegen muss man individuell sich anschauen, wie ist dazu schon von meinem Getriebe und die richtige Maßnahme auswählen. Wenn das Öl seine Schmierwirkung verloren hat, weil der Lamellenabrieb, der hier drin ist und nicht magnetisch ist, zum Beispiel im Öl schwimmt, die Qualität des Öls nimmt ab, dann haben wir hier eine schlechte Schmierung und dann passiert Folgendes. Wir haben hier Kolben und die Kolben, die laufen in diesem Gehäuse und die werden durch diese Magnetventile aktiviert. Dann haben wir das Problem, dass diese Kolben verschleißen. Kannst du einmal herkommen? So, hier siehst du zum Beispiel, wir haben hier einen Verschleiß. Ihr seht, das ist so ein bisschen zerkratzt. Das ist nicht so tragisch. Tragisch, dass dieser Verschleiß hier passiert. Das heißt, dieses Gehäuse hier, das verschleißt. Und dann haben wir nicht mehr die volle Kompression zwischen Kolben und Gehäuse.
dann haben wir hier den Druckverlust. Das kann man prüfen. Wir haben die Möglichkeit, eine Kompressionsprüfung zu machen, wie zum Beispiel beim Motor. Dafür haben wir hier ein Gerät und an diesem Gerät können wir sehen, zum Beispiel, wie die Werte sind. Die minimalen Werte, die wir haben sollten, sind 18. Wenn wir unter 18 haben, dann ist der Wert unterschritten und wir haben einen übermäßigen Getriebeverschleiß. Hier zum Beispiel haben wir, sagen wir mal, einen Wert, ihr seht, wir haben fast 30. So. In dem Fall haben wir hier eine Mechatronik, die hat einen Schaden und der Schaden ist hier, was rot eingezeichnet ist. Ihr seht, wir haben einen Wert von 10. Das heißt, hier haben wir schon einen Verschleiß. Und wir werden in dem Video auch diese Mechatronik instand setzen, über eine Bohrung. Das heißt, wir werden das aufweiten und wir werden halt einen Reparaturkolben ersetzen. Also bleibt in dem Video dran. Eine weitere Möglichkeit, was halt sein kann, sind die Ventile. Hier haben wir zum Beispiel Ventile. Die Ventile haben halt Filter. Und diese Filter zum Beispiel, die setzen sich zu mit Lamellenabrieb. Weil, ich wiederhole mich, aber der Lamellenabrieb ist nicht magnetisch und bleibt nicht bei den Magneten hängen und schwimmt weiter im Öl. Deswegen ist das sinnvoll, je nach Belastung die Intervalle halt entsprechend der Belastung halt auch einzukürzen oder zu verlängern, je nachdem, was ihr habt. Leider ist das so, dass die Getriebehersteller natürlich die Getriebe so bauen, dass sie nicht für immer halten sollen. Deswegen gibt es auch Sollbruchstellen. Das ist zum Beispiel eine Sollbruchstelle. Und zwar, wir haben hier Kolben. Das ist ein neuer Kolben und das, so sieht der Kolben aus nach ein paar Jahren. Das heißt, das Gummi ist eingedrückt. Es gibt aber mittlerweile Firmen, die bauen Komponenten, so wie das hier, zum Beispiel einen Kolben mit einer Feder. Das heißt, dass die unkaputtbar werden. Das heißt, die Sollbruchstellen werden entfernt. Oder hier zum Beispiel, hier haben wir eine Art NN-Hülse, die sorgt dafür, dass der Druck gehalten wird. Das ist die alte, ihr seht sie an verschiedenen Stellen, ist sie zerkratzt. Das können wir über Kompression prüfen. Und dann haben wir modifizierte mit einer Gummidichtung. Ist kein großes Drama, aber dadurch haben wir halt länger was von dem Druck. Deswegen haben wir nicht nur die Möglichkeit, euer Getriebe zu reparieren, die Mechatronik instand zu setzen und einen Service zu machen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, das zu verstärken, damit es möglichst lange hält und ihr wenig investiert in teure Reparaturen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22.
Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander.